Im Nachgang einer über 5 Stunden andauernden polizeilichen Maßnahme von 800 HSV-Fans nach dem Spiel gegen Hansa Rostock zeigte die aktive Fanszene der Rauten am vergangenen Wochenende eine entsprechende Reaktion darauf. Im mittleren Blockbereich der Nordtribüne erschien eine optische Aktion aus Zetteln mit dem bekannten Schriftzug ACAB. Mit dem Spruch "Niemals Freund, niemals Helfer, ganz Hamburg hasst die Polizei" nahm die Szene des HSV damit Stellung zu den teils unbegründeten Identitätsfeststellungen von vor einer Woche. Offenbar war die kleine Choreo der Fans jedoch nicht mit dem eigenen Verein abgesprochen, weshalb dieser am gestrigen Vormittag eine kritische Stellungnahme dazu veröffentlichte und sich von der Aktion eigenen Fans distanzierte. Zitat Hamburger SV: Unmittelbar vor dem Heimspiel des HSV gegen die SV Elversberg am Sonntag, den 25. Februar 2024, wurde auf der Nordtribüne eine uns zuvor nicht bekannte Choreografie einer Ultragruppierung präsentiert. Wir, die HSV Fußball AG und das Präsidium des HSV e.V. distanzieren uns klar und in aller Deutlichkeit von den Botschaften und Inhalten dieser Choreografie. Unser Wohnzimmer, das Volksparkstadion, ist kein Platz für Hassbotschaften und kein Platz für pauschale Verurteilungen von Menschen und Berufsgruppen. Wir als HSV stehen für Miteinander, für Austausch, gerne auch kontrovers und für respektvollen Umgang. Mit dieser Haltung werden wir auch in dieser Thematik weiter vorgehen. Wir werden in den sehr kritischen internen Dialog mit den Urhebern dieser Choreografie treten, wir werden weiterhin den vertraulichen und internen Austausch mit Polizei und Behörden wählen und wir werden intern aufarbeiten, wie eine solch unangebrachte Choreo in unserem Stadion veröffentlicht werden konnte und wieso dieses Vorgehen viele Unbeteiligte ohne ihr Wissen als Mitmacher einbezogen hat. Interessanterweise ist jedoch die Abkürzung ACAB seit dem Jahr 2016 von der freien Meinungsäußerung gedeckt und fällt bis auf Weiteres unter kein Strafmaß. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.